Hallo und herzlich willkommen bei der Honklartext Lufthansa. Malwida schließt ihre Lounges. Ich meine, wir wissen ja jetzt, dass das First Class Terminal eine DHL-Packstation mit Amazon-Untermieter wird. Aber dass Lufthansa noch weitergeht, dass also praktisch jetzt auch noch die Lounges weiter geschlossen werden, der Service also weiter zurückgefahren wird, das ist Zeit für einen Klartext. Habt ihr es endlich verstanden? Also ich meine, ich rede jetzt nicht die oder spreche jetzt nicht die direkt an, die ja sowieso ganz klar wissen, der Horn hat vor 2 Jahren schon gesagt, es geht los, da passieren negative Dinge, die im Gegenteil, also das heißt für uns Vielflieger, eine Servicewüste bedeuten. Vor 2 Jahren schon. So lange ist das her. So viel ist passiert. Und ich meine, dass das jetzt natürlich durch die Pandemie extrem greift, ist ja wohl völlig klar. Und jetzt kommt es Schlag auf Schlag. Da steht natürlich, wir sind versucht, alles zu schaffen und zu machen, aber das, liebe Hornfamilie, das ist was? Marketing. Also nochmal die ganz klare Frage, nicht an die, die es sowieso schon verstanden haben, die dem Horn ja sozusagen schon so lange die Treue halten, ein herzliches Dankeschön dafür, sondern im Endeffekt für die, die also ja auch schon es schaffen, mich weiterhin zu verfolgen, aber mir immer irgendwelche Dinge da reinzuschreiben, wo ich immer denke, beim Klartext dürft ihr das ja. Also nochmal, ihr lieben Miesschreiber, ihr dürft hier reinschreiben, was ihr wollt. Es wird nicht gelöscht, ja? Also ich meine, sei denn, es geht natürlich in eine gewisse Geschichte. Gewisse Sachen müssen gelöscht werden aus den Prinzipien der YouTube-Community. Aber alles andere, ich meine, da achtet ja auch schon YouTube drauf. Aber alles andere, ihr könnt euren ganzen Rotz, den könnt ihr hier loswerden. Und ich lasse stehen diesen kleinen Moment der Aufmerksamkeit, der öffentlichen Aufmerksamkeit bei der Horn. Gucken ja doch sehr viele. Da wünsche ich euch viel Freude, wenn es euch sozusagen als kleines Licht dient, mal in die Helligkeit des Ganzen zu kommen. Bitte sehr. Also schreibt auch hier wieder rein, was sozusagen der Horn da wieder verbockt hat. Aber was hat der Horn verbockt? Der Horn hat ja im Endeffekt bei all den Themen, die er angesprochen hat, nichts verbockt. Denn verbockt haben das ja die anderen. Ja, wir wollen das mal ganz klar festhalten. Der Horn ist, um nochmal so dieses Ding Revue passieren zu lassen, der Horn ist was? Der Horn ist Kunde, wie da draußen von euch auch sehr viele. Dazu kann man sagen, wenn jemand also Kunde bei einer Airline ist und er fliegt sehr oft mit dieser Airline, wird er belohnt durch ein Bonusprogramm mit Meilen etc. Und dadurch ist er oder steigt er in die Premium-Kundenmitgliedschaft. Ja, das heißt, er ist halt auch eine Art Premium-Kunde, weil, ich sag mal, Vielflieger, Senator, Horn Circle Member, Gold Member sind ja Premium-Kunden. Also nicht nur eben, ich sag mal, ich habe eine Meile geflogen, sind die sind ja oft genug bei der Airline geflogen, ob nur bei Lufthansa oder in der Starline, das spielt ja keine Rolle. Aber grundsätzlich gehören sie eben auch zu den Premium-Kunden, auch wenn der ein oder andere mal Economy fliegt, was der Horn ja nie versteht. Also das heißt, es ist klar, die Preise sind billig, der Service ist schlecht gewesen, deswegen haben ja Make My Business Class Great Again viele mit der Economy innerdeutsch oder innereuropäisch geflogen, weil sie gesagt haben, ich kriege ja nichts an Service. Und das bisschen der freie Platz, das reicht mir nicht aus. Für mich war ja immer diese Exklusivität, dass ich sage, bisschen freier Platz mehr, weniger los. Wenn die dann den Vorhang mal zugemacht haben, und es gab ja viele Purser oder Purserettes, die das gemacht haben, vielen Dank, also an die, die auch noch verstanden haben, was Service war, dass man sagt, also hier gab es sozusagen noch einen gewissen Teil von Service, und deswegen ist der Horn ja auch gerne immerhin schon über 30 Jahre mit der Lufthansa geflogen, auch mit der Austrian oder mit der Swiss. Ist ja immer ein Vergnügen. Auch natürlich das Persönliche, dass man also sagt, man kennt sich dann sozusagen an Bord, die begrüßen einen natürlich besonders herzlich. Also das hat ja auch was mit Vielfliegerschaft zu tun, dass man sagt, die wissen auch, das ist ein treuer Kunde und deswegen wollen wir den auch ein bisschen, ja, ich sag mal, besser behandeln. Ich bin unterwegs ja in der Pandemiezeit. Ich teste im Moment extrem viele Five-Star-Hotels, also wirklich Luxushotels der Oberklasse, um sozusagen rauszukriegen, halten die, was sie versprechen. Und auch da, es gibt nur ganz, ganz wenige, die halten, was sie versprechen. Und bei dem Rest ist alles Marketing. Da fehlt der Doorman, da fehlt die Hilfe, da ist nicht genug Personal da. Und dann haben sie Dinge einfach eingestellt. Sie kommen natürlich mit ihrem, ja, wir müssen alles sauber machen und wir machen für sie das Beste, das ist alles Marketing. Das ist nicht wahr. Das hätten sie ja vorher auch schon machen müssen. Jetzt machen sie das als etwas Besonderes. Da muss ich mich totlachen, ja? Da muss ich mich totlachen. Alles ist sozusagen jetzt besser. Nein, im Gegenteil. Es ist sozusagen alles marketingtechnisch in so einem breiten Teil, aber es ist so, ganz einfach. Es ist so, völlig klar. Und so ist es auch bei Lufthansa.
Das bedeutet, mal ganz ehrlich, wenn ich der CEO wäre von Lufthansa, ne, ich würde mich jetzt mal in diese, ich will mich mal da reinversetzen in diese Geschichte, dann sage ich, und auch da, Marketing, also das heißt, der jetzige CEO, ja, der sozusagen den Sparwahn da reingebracht hat, ja, Spurwahn, das kennt viele, der ist hin und hat gesagt, die Vielflieger und die Gäste sind mir eigentlich völlig egal. Ja, das interessiert mich gar nicht. Ich will nur Kohle verdienen. Heißt also, am Ende des Jahres muss eine Zahl da stehen und die muss positiv sein. Denn dann sagen die Aktionäre, der Mann hat wieder mehr Kohle verdient. Darum geht es ja in der Aktiengeschichte. Also heißt, es geht nicht darum, nachhaltig zu sein, guten Service zu bringen, irgendein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen. Nein, um was geht's denn? Es geht nur rein darum, dass ein Mann in dieser ganzen Hierarchie viel Kohle verdient, wenn am Ende des Jahres für die Aktionäre eine geile Zahl da steht. Diese geile Zahl ist aber genau für uns kontraproduktiv, heißt für uns Vielflieger. Für uns Vielflieger bedeutet dann die Situation, dass wir sagen, wir müssen abspecken. Bei uns ging das los. Erinnert euch bitte an diese ganzen Videos, die ich gemacht habe, wie ich aus der Starlines in Paris gesessen habe und gesagt habe, oh Gott, diese Marketingleute, was die uns einen Mist, einen Müll versprechen und null kommt an. Ich meine, ich habe euch erzählt, wo die einen eingeladen haben, eine Champagnergeschichte zu machen. Wir sollen es ausprobieren und dafür sollen wir noch 50.000 Meilen bezahlen. Also 50.000 Euro im Endeffekt. Es ist ein Irrsinn, was dort seit Jahren schon im Endeffekt nach unten gehen verbockt wird. Und jetzt, statt, und da kommen wir zum Punkt, ich versetze mich jetzt in die Rolle des CEOs. Mein Freund ist Schauspieler, ja? Also der kann sich in alles versetzen. Könnte auch eine Wurst spielen, ja? Also ich bin jetzt der CEO Lufthansa und ich sage, Mensch, wie kann ich denn sozusagen meinen Umsatz jetzt steigern in der Pandemie? Natürlich benutze ich ein paar Elemente Marketingtechnik, ist völlig klar, also wir machen alles toll und alles sauber, wir wechseln die Filter, das muss ich natürlich schon sagen, aber ich muss es auch beweisen und vorlegen. Ich hätte also mir ein paar Influencer geholt, ich hätte mir dann so Leute wie Chewy und Your Travel und wie die alle heißen, ja, also die so alles schön reden, die hätte ich mir geholt und ich gebe euch 5,50 Euro und dafür bekommt ihr auch exklusive Bilder oder man könnte sogar noch anders machen. Ich hätte mit denen gesprochen, hätte gesagt, pass mal auf, ihr zahlt mir, dem CEO von Lufthansa, ihr zahlt mir 1.500 Euro und dafür kann ich euch exklusive Bilder liefern. Da hätten die sofort gesagt, da sind wir dabei, natürlich, weil diese Bilder haben dann nur wir, ja, und nicht der Horn, ja, so zum Beispiel, ja. Also das bedeutet, die hätten dann also Lufthansa schon mal 1.500 Euro bezahlt, dann hätte ich also praktisch, sagen wir mal, die Top 5 der Influencer, die also alles schönreden, die hätte ich engagiert, hätte ich schon mal was, 5.550, 7.500, also ich hätte schon fast 10.000 Euro zusammen, nur, weil im Endeffekt welche kommen, die was filmen wollen, was sie eben exklusiv bekommen und eben ganz fantastisch auch noch darüber berichten. Heißt also, ich zeige denen dann, wie der Filter gewechselt wird. Ich zeige denen, wie wir es sauber machen, ja, mit allem drum und dran. Der Punkt ist nur der, bei mir wäre das der Fall. Ich hätte die Dinge wirklich so gemacht. In der jetzigen Situation wird eben nur darum herum geredet. Also es wird alles immer nur schön geredet, alles Marketing. Da ist keiner, der richtig sauber macht. Da ist keiner, der die Filter richtig wechselt. Weil das ist gespartes Geld. Die sparen sich an dieser Geschichte zu Tode und am Ende fallen sie ins Grab. Das ist doch logisch. Ich meine, ich habe doch deutlich erzählt, Covid-19, also unser Coronavirus, ist kein Killer-Virus. Es ist ein Virus, der Vorerkrankte sterben lassen kann. So wollen wir es mal ausdrücken. Und Lufthansa ist sowas. Lufthansa ist erkrankt, weil keine Gäste. Warum? Weil sie schlechtes Marketing und weil sie auch noch eine schlechte Führung haben. Das heißt also, die nur auf noch mehr Sparen aus sind, statt jetzt Top-Service zu machen. Das heißt also, das, was ich gemacht hätte, wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben Vielflieger, die möchten ganz gerne eben ein bisschen abseits sitzen von der Masse. Es ist ja momentan nicht viel Masse draußen. Aber dennoch, man muss ihnen das Gefühl geben, dass sie also wichtig sind und dass sie sozusagen auch tolle Gäste sind. Und das muss man auch so meinen. Also es geht nicht darum, nur Marketing zu betreiben, sondern es geht darum, es auch so zu meinen. Versteht ihr, was ich meine? Ihr versteht das ja. Gott sei Dank habe ich meine Hon-Familie, die Gott sei Dank auch immer größer wird. Also von der Seite, es ist auch schon ein gewisser Druck da, der sozusagen auch manchmal dahin geht. Und der Druck hat ja Früchte getragen in Österreich. Das heißt also, ich habe ja da extremen Druck ausgeübt, weil ich es unverschämt fand, dass wir in diese extrem, entschuldige, Kack-Lounge, sorry für Kack, in diese Kack-Lounge das Sky noch was rein mussten. Das war ja unterirdisch, das war ja wirklich, also nicht zu ertragen. Und dann wirklich Feedback zu der Hon. Herr Schröder, die Hon Austrian Lounge hat wieder auf und zwar, wir haben einen kleinen Teil gemacht hinten in der Abteilung, in der Business Lounge. Das heißt, es gibt immer noch keine Senator und die Hon Circle-Geschichte ist auch noch zu.
Ich hätte die ja aufgemacht, weil das ist nicht mehr Service, das ist ein Klacks gewesen. Aber sie haben jetzt also diese große Business-Auswahl, die ja auch sehr groß ist. Und man hat dann auch noch ein neues Catering aktuell. Also in Wien gibt es ein neues Catering, gibt es auch einen Klartext zu. Ich habe da also einen extra Klartext, müsst ihr gucken die Tage. Heißt also, man geht da so durch und diese Mitarbeiter, das sind ja goldig. Also diese Austrian-Mitarbeiter in der Lounge. Ja, ich habe auch noch ein Video gemacht jetzt über einen Flug mit Austrian. Das solltet ihr nicht verpassen. Also das hat's in sich. Das hat es extrem in sich. Dieser Purser, also mit dem habe ich mich an Bord angelegt. Das ist ein Video, das solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Also auf jeden Fall diese Austrian-Mitarbeiter, die in der Lounge sitzen in Österreich. Ich meine, das sind Goldstückchen. Wirklich sind Goldstücke. Sie können ja nichts dafür, ja? Und das merkst du natürlich. Und jetzt mal ganz ehrlich, diese Mitarbeiter machen ihren Job und immer wissen sie, dass hinten dran das Schwert ist oder der Motto, morgen könnte es sein, dass wir zu Hause bleiben und nicht mehr keinen Job mehr haben. Ich meine, das ist doch tragisch. Das ist doch wirklich, das ist doch menschlich, ist das doch scheiße. Ich meine, da sage ich nur CEO Österreich, gibt es auch einen extra Klartext, der CEO Österreich, wie der Hon darüber denkt. Ich sage nur, müsst ihr euch ansehen. Wirklich, im Moment habe ich ein Ding nach dem anderen rausgeballert, das kommt die nächsten Tage. Da ist es aber auch ein Albtraum, weil es wirklich ein Albtraum ist. Wie jetzt eben diese Lounge-Schließungen. Lufthansa schließt die kompletten Lounges. Es geht ja weiter. Ist ja erst der Anfang der Spitze des Eisberges. Heißt also, was aber die Austrian verstanden hat, und das muss man jetzt diesem Verantwortlichen, der das sozusagen kapiert hat, dass der Hon klar und deutlich sich artikuliert hat, man hat kapiert, dass diese Lounge sozusagen vorne für die Gäste, die im Endeffekt Vielfliegersenator und Vielflieger sind, und für die Hon Circle Member hat man hinten im Eckchen eine kleine, niedliche Ecke gemacht. Ich muss sagen, wirklich niedlich. Und da ist ja auch mein Honplatz. Also der letzte Stuhl mit dem Tisch ist ja mein Honplatz. Habe ich ja zwischendurch, ich meine, das habt ihr vielleicht auch gesehen, in den einzelnen Lounge-Reviews, die ich ja manchmal gemacht habe, auch in Österreich, habe ich da ja hinten sogar in der Business manchmal gesessen, weil das so nett war. Das war so ein netter Platz, ja. Du konntest die Beinchen hochlegen. Und jetzt haben sie einen neuen Cater. Du und Co. ist rausgeschmissen. Auch Wahnsinn. Die heißen jetzt Don, ja, also wie Don Camillo. Und das Catering war in Ordnung. Die Leute waren extrem freundlich. Die Service war hoch, also wirklich, ich würde mal sagen, nicht extrem hochwertig, aber es war gut. Es gab Tafelspitz mit noch irgendwelchen Dingen. Und für die gesamte Lounge, also nicht nur für uns von Circle Member, sondern für die Businessgäste, für Vielflieger und natürlich Senatoren und Circle Member. Und dann gab es für uns hinten eben noch einen Bereich, wo es richtig einen ganz tollen neuen Champagner gab. Also exzellent, ich habe da gesessen wie Graf Rotz, ja, kann man nicht anders sagen, hab das ausprobiert. Und diese Mitarbeiter kamen sogar und haben gefragt, ob ich noch irgendeinen Wunsch hätte, ob ich nochmal nachschenken soll. Also sie sind sehr bemüht, natürlich auch, weil sie vielleicht auch diesen Job haben und behalten wollen. Aber das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja sehen, dass die Menschen bemüht sind und dass sie sozusagen servicetechnisch für die Gäste, die ja ihr Geld da lassen, da auch dementsprechend da was zurückgeben. Und also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ja zum Beispiel diesen Flug jetzt auch mit Austrian, habe ich ja auch sogar bezahlt in diesem Fall. Ich konnte keine Meilen einsetzen, weil mit Meilen gab es diesen Flug nicht, den ich ja gemacht habe, jetzt nach Rom zum Beispiel, gab es diesen Flug nicht. Und das Verrückte war bei Partner plus Benefit, das Video habe ich ja gerade online, da ist keiner ran, da geht keiner an die Hotline. Wirklich, du kannst niemanden buchen, also anrufen, der irgendwas macht. Jetzt hätte man natürlich noch irgendwie finden können über die Hon Circle, da hatte ich keinen Bock mehr zu. Da war ich wirklich so am Arsch, habe ich gedacht, jetzt buche ich das Ticket, was soll's. Da bin ich also dann dahin geflogen und deswegen hatte ich das also Vergnügen, ich muss ja sagen, wirklich, das war ja ein Vergnügen, in die Austrian Lounge zu gehen und dort zu sehen, dass die da ein bisschen sich Mühe gegeben haben, Do und Co. rausgeschmissen wurde und wieder die Lounge ein bisschen aufgewertet wurde. Also da lohnt es sich im Moment hinzugehen. Gott sei Dank nicht mehr in diese Sky Lounge. Also das war wirklich extremes No-Go. Aber die Lounges, die jetzt geschlossen werden, liebe Hon-Familie, bitte gewöhnt euch daran. Gewöhnt euch bitte daran, Köln, ich meine, gar keine Frage. Erstes Mal war das ja eine schlechte Lounge. Das ist ja, ich meine, die Zeit, die Top-Zeit in Köln, die ist vorbei gewesen. Die Top-Zeit war vor 20 Jahren bei Lufthansa. Da sind wir da unten. Ich weiß noch, wie ich mit Freddy Quinn in dieser Lounge gesessen habe und wie wir da also erzählt haben. Und ich weiß nicht was, das war ja eine Top-Lounge. Da war die noch im Außenbereich, so separat. Und dann ist man eigentlich erst in die Security reingegangen. Bei diesen ganzen Filmspielen, die es im Endeffekt dann gab in Köln und Bonn, das war natürlich Top-Zeit. Ja? Und guck mal, bis heute RTL und so, die machen ja auch nichts. Die sagen ja auch nicht, pass mal auf, das interessiert uns, wie die Reisende, unsere Schauspieler etc. unterwegs sind. Ist denen doch völlig egal. Billig-Tickets buchen die doch nur noch. Das hat damit zu tun. Das ist einfach klarer Fall und klarer Fakt. Und die AirPods sind ja
Mal abgesehen davon, dass alles weiterhin schmutzig ist. Ich sag nur Frankfurt, München, Köln, alles. Es wird nicht extrem sauber gemacht. Bitte fliegt runter. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fliegt runter, seht euch das an. Es ist ein Witz. Wenn ihr da steht, auch die Lounges, das bisschen Tuch und mal drüber wischen. Das muss desinfiziert werden und vor allen Dingen gründlich gereinigt werden. Und zwar nach jedem Gast, der dort weggegangen ist. Und das machen sie nicht. Also von der Seite, mal ganz ehrlich, also ihr wisst ja, ich sage das immer so, wie es ist. Meine persönliche Geschichte ist, es ist natürlich eine Unverschämtheit, statt die Lounges zu verbessern. Die Lounges aufzubauen, aufzuwerten, damit Vielflieger das Gefühl bekommen, na, wir müssen mit der Airline wieder fliegen, weil wir wollen ja auch diesen Service in der Zukunft haben. Machen die was? Sie schließen die Lounge, sodass die Vielflieger gar nicht mehr in die Lounge kommen, noch nicht mal in so eine schlechte Lounge, sondern sie schließen die Lounge und stellen den Service komplett ein. Das heißt, ihr dürft jetzt euren Flug buchen und das war's. Was sagt ihr denn dazu? Was sagt ihr denn dazu? Schluckt ihr das einfach? Oder sagt ihr einfach, ist sowieso scheißegal, wenn wir schreiben, wir kriegen sowieso keine Antwort, ist ja auch keiner mehr da. Ich meine, habt ihr ja recht. Ihr habt ja recht. Wir hatten ja die Möglichkeit, oder ihr hattet die Möglichkeit, lange zu schreiben. Es hat sich nichts verändert. Es ist jetzt durch Corona noch schlechter geworden. Jetzt hat auch noch sozusagen, Lufthansa ist sozusagen Covid-19 erkrankt. Und da diese Gesellschaft ja auch vorerkrankt war, kann man nichts anderes sagen, als dass jetzt dann sozusagen, ja, das Thema vor der Tür steht. Und ich sag nur, Lufthansa, junge Lufthansa-Piloten oder Ausbildungspiloten, die jetzt in der Ausbildung stecken, interessiert da auch keinen. Es interessiert da auch keinen. Hat auch noch ein Video gemacht. Es kommt zwar ein bisschen Feedback, aber was machen die Piloten? Die Piloten selbst, diese jungen Piloten, sind ja hoffnungslos. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die gehen auch nicht mal auf die Straße. So eingeschüchtert sind die. Unter dem Motto, ja, jetzt nichts falsch machen. Ja? Stattdessen kommen irgendwelche Penner und schreiben irgendeinen Scheiß rein und meinen, es besser zu wissen. Es geht nicht immer nur darum, ob das jetzt alles 1:1 immer 100% stimmt, sondern es geht darum, dass die Situation in diesem Falle so schlecht war. Und darum muss man reagieren. Also es bedeutet, die Lounges, und darum geht es jetzt heute, die Lounges von Lufthansa werden geschlossen. Geht bitte nicht mehr davon aus, dass das First Class Terminal aufgeht. Wirklich, vergesst es. Das sind Themen, da wird ein VIP-Thema draus. Das heißt also, das First Class Terminal, so wie das im Endeffekt jetzt in der Planung ist, wird ab 21 ein VIP-Terminal, so wie in Wien, ja, und das wird die Fraport übernehmen, was ja auch völlig logisch ist, wird ja auch sofort gemacht. Und im Notfall eben eine DHL-Packstation mit Amazon-Mietern, ja, also auch das, es ist ja alles möglich und von der Seite, fliegen in der Zukunft. Ich meine, ja, ich würde sagen, the future is private, das kann man nicht anders sagen, weil das ist das Einzige, was noch einigermaßen Spaß macht. So, und der Hon hat ja gesagt, jetzt sehe ich zu, dass ich, weil ihr seht ja, was passiert, ne? Die Lounges gehen zu, der Service wird eingestellt, du kannst nicht mehr alle Flüge buchen etc. Also ich warte, eigentlich so gehe ich davon aus, dass Anfang des Jahres, so vor Weihnachten, so kurz vor Weihnachten kommt die Meldung, die Meilen sind nur noch die Hälfte wert, ja, werden also halbiert, man kriegt dann dafür von der Hälfte nur noch her noch 50%. Deswegen, der Horn guckt, dass die Meilen wegkommen, alles muss raus sozusagen, ja, bevor der Virus diese Airline komplett niederrafft. Is and go. Yeah. Hier bei der Hon Klartext. Yeah. Abonnieren, liken und wiederkommen. Logisch bei der Hon und weiterempfehlen.